So, hallo und herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. So, WD ist das magische Wort. Ja, ich bin auch wieder da. Und zwar wieder mal bei einer Runde Minental Online. Nein, dieser schneidige junge Bursche bin nicht ich selber. Also doch eigentlich schon, ich spiele den halt aus. Aber trägt den klangvollen Namen Viro. Ja, ich muss, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen erklären, worum geht's jetzt hier, was passiert jetzt hier. Ich mache einen kurzen Rundgang. Ja, wir spielen Minental Online oder vielleicht sollte man sagen Minental Online 2.0. Denn ja, es ist aktuell so, dass wir in einer Closed-Phase sind, ja, für diesen Server, Minental Online. Und ich habe ja schon mal vor einigen Monaten ein paar Videos dazu gemacht, da habe ich so ein kleines Event gefilmt, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt war es halt so gewesen, dass halt das Team von Minental Online... Okay, Viro, erinnere den Hauptmann bitte an den Schichtwechsel, der in 2 Stunden ansteht, will nicht schon wieder Doppelschichten machen, weil der Einsatz betrunken in der Ecke liegt. Ich übernehme das. Achso, wie mache ich das kurz? Mi salutiert kurz, ne? Ja. Und ja, ich muss mich erstmal ein bisschen kurz sortieren, ja. Es ist alles ganz spannend hier, ja. Ja, es gab jetzt, wie gesagt, die letzten 1,5 Monate knapp. Hat das Team von Minental Online einen neuen Code geschrieben quasi und jetzt den Server quasi gelauncht, wenn man so möchte, einen komplett neuen Server aufgesetzt. Und wir sind aktuell gerade in einer Eventphase. Oh, wie cool ist das denn? Man kann sich so an die Wand lehnen, ist ja mega. Wir sind aktuell in einer Eventphase, wo die Sträflinge das Minental übernehmen. Ja? Mi nickt. Wer ist der Typ hier? Eventhal. Wo ist der Hauptmann? Ja, und wir sind quasi die königliche Garde oder die königlichen Soldaten. Ja, wir sind königstreu, aber wir sind gerade in dieser Phase, wo Gomez und seine Jungs das Minental übernehmen. Ja, und in dieser Closed-Phase ist es halt so, dass dieses Event jetzt halt ausgespielt wird, seit mehreren Tagen bereits. Ich konnte nicht von Anfang an dabei sein, weil das war ein bisschen zu kurzfristig einfach. Und bin jetzt aber mittendrin hier in diesem ganzen Event jetzt dazugestoßen als einfacher Soldat, ja, einfacher Soldat des Königs. Und wir werden aktuell jetzt die alte Mine, also hier heißt sie halt noch nicht alte Mine, hier heißt sie halt noch Mine, ja, vor den Sträflingen verteidigen. Das ist zumindest so der Rahmenplan des Events. Schauen wir mal, was passiert. Oh. Ach, da oben ist er. Alarm. Spurtet los. So, und ja, aktuell ist es jetzt so, dass die Sträflinge quasi jetzt aus der Burg aufgebrochen sind, um, ja, uns anzugreifen. Gefangene, bewaffnet. Mi knurrt. Das ging jetzt aber ganz schön schneller als gedacht. Das ging jetzt wirklich sehr viel schneller als gedacht. Mir nichts. Mhm. Mit dem... Auch wenn ich mit dem... Schwert... besser bin als mit der hier. Guckt auf
seiner Armbrust. Ja, ich werde, wenn sich die Lage hier ein bisschen beruhigt und ich ein bisschen Luft holen kann, noch ein paar Dinge erklären oder versuchen zu erklären zumindest, was jetzt quasi im Vergleich zum alten Miental Online Server anders ist als zum jetzigen neuen, wenn er dann für euch offen alle spielbar ist. Dann werdet ihr euch auf einige neue Features freuen können, ja, die implementiert wurden. Und zielen, Feuer nachladen, nicht lange überlegen. Scherzkeks. Klar. Ja, ich darf nicht frech sein, ist immerhin mein Vorgesetzter hier. Nie leise. Ich erkenne in dem Scheißregen niemanden. Was ist schon direkt spannend hier? Ich muss zugeben, damit habe ich jetzt gar nicht geplant. Ich dachte ehrlich gesagt, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit, bevor die kommen und können auch ein bisschen RP hier machen. Weil jetzt alles ein bisschen, ist alles ein bisschen überhastet hier. Geht jetzt alles ein bisschen flott und zügig. Ja, aktuell in der Closed-Phase sind es jetzt 22 Spieler, aktuell jetzt gerade. In dieser Event-Reihe, die jetzt die letzten Tage stattfand. Wie gesagt, ich konnte leider nicht mehr dabei sein. Ist das jetzt... Okay. Es ist keiner von uns. Ich halte nur auf den an. Und wartet auf den Schussbefehl. Falco hat seine Hände nach oben. Ja, also wie gesagt, das allgemeine Szenario ist, dass die Sträflinge halt die Revolte begonnen haben und ja, ihr kennt ja das Intro aus Gothic 1, wo Gomez da diesem Erzbaron oder den Soldaten da die Spitzhacke in den Hals schlägt. Ja, und in diesem Szenario befinden wir uns, wie gesagt, aktuell und ja. Sie kommen mit einer ganzen Armee. Das wissen wir. Ah, der versucht jetzt wahrscheinlich einfach so als Speer sich bei uns einzuschleusen oder so. Aber Viro wird darauf nicht reinfallen. Ja, ob ich jetzt in Zukunft immer mal so ein paar Miental Online Videos durchführe, das hängt ganz davon ab, ob ich gebraucht werde als Eventler. Also Privatzeit habe ich auf keinen Fall. Also ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen, einen Charakter zu erstellen, aber ich habe den anderen Servern ja auch in dieser Hinsicht abgesagt und da werde ich auch hier keine Ausnahme machen. Falls ich irgendwie zu einem Event gebraucht werde, falls es zeitlich bei mir passt, so, dann werde ich da mal mit dabei sein und werde die Aufnahme mitlaufen lassen, so wie ich es jetzt mache. So wie ich es ja auch damals schon beim alten Miental Online Server gemacht habe. Aber der will jetzt hier rein irgendwie. Vergiss, was er sagte. Der Arm muss erstmal so komisch rumziehen. Mir hilft Elfrich rein. Mir stützt Elfrich. Ich warte erstmal kurz, was er schreibt. Average Soldaten lässt sich hochziehen. Bist du verletzt? Sie haben Massen an Vorräten dabei. Sie wollen euch belagern.
Achso, das sagt der Typ da drüben, okay. Aber darauf achtet Viro jetzt erstmal gerade nicht. Er achtet jetzt hier auf seinen Kameraden. Es geht schon, ein paar kleine Kratzer. Scheiße. Muss ich überhaupt mal leuchten. Dann geh. Er ist hinten in beim Eingang. Rasch. Ich war ein auf Gandalf hier. Wir müssen rasch handeln. Ist ja die Frage, ob es so viel Sinn macht, da oben in den Turm reinzugehen. Mustard. Wie heißt der Typ? Falco. Sehr skeptisch. Leise gen Rick. Wir können ihm nicht trauen. So, also ich hoffe, dass jetzt das Ausgangsszenario einigermaßen erstmal klar ist, worum es jetzt hier geht bei diesem Event. Ich werde auf jeden Fall, kann ich auch gar nicht jetzt groß spoilern, also ich werde auf jeden Fall sterben. Denn das ist im Endeffekt das Endziel. Die Sträflinge müssen uns quasi auslöschen. Aber das können sie auf verschiedene Art und Weisen halt tun. Also es gab ein Briefing vorm Event, was wir durchgelesen haben. Das will ich nicht spoilern. Vetor, siehst du wen? Hat da oben seinen auf dem Wachturm. Sie haben die Rüstung unserer Kameraden angezogen. Sie sind gut ausgerüstet. Was sollen wir tun? Keine weiteren Sträflinge in Sicht, ruft Buck. Soldat Buck. Ja, und Viro vom Charakter her ist ein stämmiger Typ. Dichter Bart, ruhige Stimme. Wirkt aber nach den wochenlangen... Ja, die sind jetzt hier, das muss ich auch noch kurz erzählen. Also das Ausgangsszenario ist, Mii steigt über den Karren. Mii setzt die, da liegt ein Typ, Alter, geladene Armbrust in den Nacken von... Wie heißt der Typ? Falco. Los. Beweg dich. Aber da drüben liegt einfach einer. Muss ich kurz angucken. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Ja, wie gesagt, das wurde mir auch gesagt. Es kann hier und da zu Bugs kommen. Was aber ganz normal ist, weil wie gesagt, der Server ist jetzt noch in einer extrem frühen Phase und ja, deshalb ist ganz normal, dass es da jetzt hier noch den einen oder anderen Fehler gibt. Nicht zu den anrückenden Sträflingen zu gehören. Rick gab den Befehl, ihn hier zum Hauptmann zu bringen.
Ach, Landon ist der Hauptmann selber. Okay. Geh zum Hauptmann. Mit Verlaub. Zurück die Stellung halten. Ach so, ja gut, er redet jetzt erstmal mit mir. Ich kann jetzt hier erstmal nicht weg, einfach so. Wie zum Hauptmann. Ich denke, er ist ein Spion. Sicher ein Speer, der vorgeschickt wurde. Da steht eine Armee vor der Mine und jetzt kommt aus dem Nichts einer, der nichts damit zu tun haben will. Glaubt er, wir sind dumm? Das aufziehende Gewitter wird immer stärker und es zieht sich zu. Das Grollen des Donners und das Zischen der Blitze hallt von den steilen Felswänden nieder, während der Regen unaufhörlich prasselt. Zuhören, du Made. Du wirst da nun rausgehen und eurem Anführer eine Nachricht zukommen lassen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Der kriegt jetzt eine Botschaft mit und der muss das zu seinen Leuten bringen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nur eine Finte ist, um hier vielleicht das Lager kurz auszuspähen, wie viele Männer sind hier und so weiter. Ah, Mist, wir hätten den vielleicht gar nicht reinlassen dürfen. Ich will den Anführer dieses Haufens sprechen, von dieser Möchtegern-Armee. Den Hauptmann gehört. Beweg dich. Biro packt mit der linken Falco am Kragen und schubst ihn gen Tor. Mit der rechten zielt er immer noch mit der Armbrust auf ihn. Ich warte jetzt noch kurz, was er sagt. Man soll ja die Leute mehr P mal aussprechen lassen. Schickt mich bitte nicht zurück, diesen Verbrechen. Ich habe diesen Köpfen in anderen Butler wieder gesteckt. Tja, mal gucken. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt das letzte Mal, wo ich RP gemacht habe, es war ja auf Jaken da. Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Aber ich muss sagen, so ein Kolonie-Setting, da habe ich schon wieder Bock drauf, jetzt muss ich ehrlich sein. Jetzt mal einfach wieder so einen schönen Abend, einfach mal wieder RP machen, so. Ja, gefällt mir gerade ganz gut. Dann holt sich einen Panzerhandschuh aus und will den kräftigen Schlagfalken mitten auf die Nase setzen. Der Sträfling, ich nie wieder. Du bist ein Sträfling, verhalte dich wie einer Abschaum. Du bist ein Sträfling, verhalte dich wie einer Abschaum. Bring ihn raus. Ja, mitten auf die Nase. Thank you.
wie war denn der Tritt nochmal? Na gut, jetzt habe ich ihm hochgeholfen quasi. Falco winselt. Warte. Wieso warte? Ist ihm noch was eingefallen? Dem königlichen Gardisten Rick. Rick Grimes. Ach. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Oh, jetzt liegt er wieder am Boden. Oh, scheiße. Wie war denn das Treten? / Tritt. Kommando nicht gefunden. Ja, okay. / Treten? Ah, das geht auch. Der Typ ist safe ein Speer. Die Botschaft des Hauptmanns an deine Anführer. Ah, ich hätte nach dem Lager einen Doppelpunkt machen sollen. Scheiße, Mann. Wir werden uns alle umbringen. Dann sterben wir für Inos und den König. Steckt die Arm... Nee, senkt die Armbrust. Und klopft Elverich zweimal auf die Schulter. Wie war denn das hier? Ah, nee, Quatsch. Scheiße, wie war denn das? Ah, das hier war es, genau. Wieso liegt hier eigentlich so ein Typ? Ich mach mal kurz / fix me. So, okay. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da soll nicht wirklich gerade ein Typ liegen, also ignorieren wir das einfach mal. So, und die müssen ja jetzt irgendwie ganz in der Nähe sein. Aber der Regen ist natürlich jetzt äußerst unangenehm in diesem Bezug jetzt natürlich. Megan Rick. Er ist abgezogen.
Okay. Ja, sollten sie angreifen, wird jeder Gefangene vor Ort auf der Stelle hingerichtet. Jawohl. Mi schaut zum Turm rauf. Hat da oben jemand Stellung bezogen? Frage. Ich weiß auch nicht, ob der Rick wirklich mein Vorgesetzter ist, ehrlich gesagt, aber der hat halt eine schwere Rüstung an. Also gehe ich davon aus, dass der im Dienst gerade über mir steht. Wolfkornburg, du kannst aber gern hinauf und mir einen der Rekruten runterschicken. Und sie sollen sich beeilen, ich will hier in 2 Minuten wieder 2 Mann unten stehen haben. Der Mann scheint ausgelaugt, seine Augen halb geschlossen. So. Wolfka, sollst runter zu Rick. Anweisung. Hier oben ist man zumindest vom Regen geschützt eigentlich. Alarm! 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 Ich sehe niemanden. Wieso sehe ich denn keine? Ja, ohne Scheiß, ich sehe aber niemanden. Der Soldat zuckt aufgeschreckt seine Armbrust. Ja, Sie müssen sich vorstellen, die Leute hier, das ist die letzte Bastion der königlichen Soldaten im Tal noch. Die anderen Teile des Tals wurden schon von den Gefangenen oder von den Sträflingen erobert. Und wir sind jetzt hier schon lange zurückgezogen an dieser Stelle und ja, müssen quasi jetzt, die Vorräte gehen zur Neige, die Moral der Männer sinkt langsam, so müsst ihr euch das vorstellen hier. Ah doch, da unten war einer am Baum. Der Bug hier? Nee, ist der Vetor. Also Armbrust kann ich gar nicht. Also Armbrust bin ich total eine Niete. Ich habe nur 30% Einhand, 30 Stärke und das war's. Mehr habe ich nicht. Wie gesagt, das ist ja auch noch ein kleiner Event-Charakter, den ich hier habe. Der wird auch heute Abend direkt draufgehen. So viel ist zumindest geplant. Definitiv. Ja, hinterm Wald verstecken sich 2. Von da oben kann ich eh nichts treffen. Dann beginnt es also.
Für den König! So eine Vier-Mann-Mauer hier. Aber von den Türmen runterzuschießen ist bescheuert. Also da kann man eh nichts treffen. Das ist das Problem. Die Sache ist also jetzt direkt auch zu schießen, sobald man jemanden sieht, ist halt auch nicht wirklich... Ich weiß nicht. Ich glaube nicht so wirklich zielführend. Vielleicht wollen die auch erstmal nur verhandeln. Weil ich sag mal so, die belagern uns halt. Hinter dem Felsen vor der Palisade, mindestens 2 Sträflinge. Ja, ruf's noch lauter, damit's bloß jeder hört. Ja, stimmt, aber da hinten sieht man was. Dort beim Gebüsch. Müsst ihr mal drauf achten. Da habe ich zumindest jetzt gerade was gesehen. Junge, ich schieß dir in den Nacken. Alberich trägt eine Knochenspange und Perlen im Haar. Schade, dass ich jetzt nicht die Meister an hier habe und in die Knie gehe. Das wäre cool, weil dann wäre man hier so ein bisschen in Deckung. Sträflinge! Mir schießt einen Bolzen an die Stelle, wo sich ein Sträfling zeigte. Ich bin Gaius, ich bin der Herr dieses Tals. Ja, also der heißt halt hier in diesem Szenario nicht Gomez, sondern halt Gaius. Vorsicht, einer trägt einen Bogen. Pfeil kommt geflogen, trifft Viro direkt in der Kehle, stirbt direkt. 4 Sträflinge, alle schwer gerüstet. Schlägt weiter Alarm. Da oben ist halt so ein Dude, der einfach die ganze Zeit am Rumbrüllen ist. Alarm! Dieser leichte Nebel, der über am Tal liegt, das sieht aber auch gerade cool aus. Das ist eine schöne, gruselige und spannende Atmosphäre gerade, das gefällt mir richtig, richtig gut. Gibt auch gerade hier ein nettes Bild ab. Oh, das sieht ja ganz nett aus. Die haben halt... Der Elbridge hat so ein Paladin-Schwert. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dieser Milton-Verschnitt mit diesem Vollbart, Alter. Feiere ich ein bisschen. Ja, ich habe keine Vorräte, keine Tränke, gar nichts. Hab nur mich selber und meine Bolzen und das Schwert und die Rüstung und das war's. Mehr habe ich gar nicht. Wie gesagt, der Charakter wird auch nicht lange überleben. Einer hinter dem großen Baum. Ah, da hinten sieht man jetzt auch mal welche. Da steht auf jeden Fall, da stehen 2 Schatten, definitiv. Wo sind denn unsere anderen Männer? Einer ist da oben auf dem Turm, einer ist da oben auf dem Turm. Tja, wir sind zu dritt. Wir haben noch den Hauptmann und 2 Männer da hinten. Aber wenn die uns jetzt hier mit 20 Leuten angreifen, dann sieht's halt schlecht aus, ne? Na gut, mit 20 jetzt vielleicht nicht, aber mit 10 oder so. Wir sind, glaube ich, aktuell... Und euer Freund kann hinter dem Baum hervorkommen. Ich weiß nicht, wir sind aktuell... Elbridge, Book, Rick... Viro,
Landon ist unser Anführer. Wolfgar und Larson. Wir sind zu siebt. Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Oder gesehen habe jetzt hier in der Serverliste, sind wir zu siebt. Ja, der kann sich so geil. Ach, da hinten sind ja welche. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Interessant. Nein. Der Hauptmann will mit ihrem Anführer verhandeln. Oh, cool mit der Kapuze da. Kedis. Haben wir noch, okay. Feldwebel Rick. Okay. Ja, wir haben doch noch ein paar Männer am Start. Die bringen uns um. Wir sollten uns ergeben und zu Inos beten. Nein, Alter. Ah, Ape haben wir noch. Okay. Okay, ich glaube, jetzt sind wir hier fast die vollständige Mannschaft. Plus den einen noch da oben und den oben. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Leute sind wir. Wir haben euer gesamtes Lager umringt und die gesamte Macht der Gefangenen ist hier. Ihr seid der letzte jämmerliche Haufen. Man kann sie förmlich riechen. Das ist gerade spannend, so eine richtig spannende Pattsituation. Mit so einer Belagerung, ist schon cool. Pass auf, jetzt fahren die hier so ein Katapult hoch oder ein Rambock oder sowas, das wäre schon witzig. Ich muss zugeben, auf eine Schlacht hätte ich jetzt gar nicht so Bock, ehrlich gesagt. Als ein Möchtegern-Mächtiger tritt hervor und ich gebe euch eine letzte Chance, dies in einem Gespräch zu lösen. Verweigert es und ich werde euch im Namen des Königs hinrichten. Also ein Möchtegern-Mächtiger. Der drüben steht da hinten rechts hinter dem Stein. Die haben sich gut vorbeigesneakt, habe ich gar nicht gerechnet. Mitgerechnet. Ja, Deserteur, das wollte ich halt auch gerade rufen. Ach, Mann. Ich hätte aber, das ist echt doof. Ich hätte gerne mir noch gewünscht zumindest, dass ich der eine Chance bekomme, den mit einem Würfelwurf festzuhalten oder so. Das jetzt finde ich doof. Ich finde, das hat er schlecht ausgespielt, also... Ich hätte zumindest meinen Kameraden noch die Chance gelassen, wenn ich so eine Aktion plane, hätte ich zumindest, weil ich stand ja direkt neben ihm, ich hätte ja ihn ja auch gedankenschnell jetzt packen können, sodass er es nicht fliehen kann. Das fand ich jetzt ein bisschen doof gespielt von ihm, muss ich sagen. Wenn ich so eine Aktion jetzt gemacht hätte, hätte ich den anderen zumindest noch eine Chance mit einem Würfelwurf gelassen, dass die mich packen können oder so und mich festhalten können, dass ich nicht entkomme. Aber na gut. Deserteur geschrieben. Deserteurer. Wir haben den Austauschplatz erobert. Wir haben die Burg. Wir haben das gesamte Tal. Und ihr habt nichts. Ich sehe die als eine Ablehnung gut.
Ich sehe, das ist eine Ablehnung. Gut, jeder, der versucht, durch dieses Tor einzudringen, wird auf der Stelle hingerichtet. Möge Innos euch gnädig sein. Wir werden es nicht. Auf Position. Jeder, der versucht abzuhauen, wird getötet. Wulfgar ruft, wie bitte? Ich habe hier ein Schreiben des eures Königs. Ja, ja, ist klar. Wieso gehen die denn jetzt weg? Das verstehe ich nicht. Fall nicht drauf rein, Wulfgar. Ich weiß nicht, was ich schlauer finde, ob die eigentlich von dem Turm da runterkommen und hier unten mit die Stellung halten, das finde ich schon irgendwie klüger. Ja, die versuchen jetzt ein bisschen zu provozieren. Daraufhin hat sich der König bereit erklärt zu verhandeln. Ja klar, als ob der König direkt am Austauschplatz war. Also ich werde darauf nicht antworten. Wie gesagt, ich bin nur ein einfacher Soldat. Ich mache das, was mir Rick und mein Hauptmann sagen. Reinhard war ein Leutnant, ich kannte ihn. Da keine Rolle, ob du den kanntest oder nicht. Da draußen sind Verbrecher, die uns umbringen wollen. Ja, Mii wirkt allerdings auch sichtlich angespannt. Jetzt haben die sich da hinten in Stellung begeben, lol. Sollten die nicht die Stelle hier verteidigen? Wobei andererseits von dort kann man wahrscheinlich besser verteidigen, oder? Etwas zurückfallen. Hier vorne sind wir allein. Ist halt echt so, wenn die uns hier vorne überrennen, können uns die drei da hinten nicht helfen. Wulf, komm, zurück. Ich weiß nicht, ich fände es schlauer, wenn wir die Leute da oben runterholen und wir uns quasi dort hinten verschanzen. Ich glaube, da haben wir eine bessere Position. Ich stelle mich mal hinter diesen Pfeiler hier. Mii begibt sich in Deko. Hey, dicker Talherr, behalte deinen Wisch. Oder wirf ihn über die Palisade. Dicker Talherr. Das ist auch eine geile Bezeichnung. Also wenn die Situation nicht so angespannt wäre, würde ich jetzt sowas emoten wie, ja, Viro, muss ich einen Schmunzeln verkneifen oder so, aber
dem durchströmt auch gerade sowas eben wie die nackte Angst eigentlich. Die behaupten jetzt irgendwie, die hätten eine Art Schreiben vom König und wollen jetzt quasi uns damit irgendwie einschüchtern. Ich weiß nicht, ich traue mich jetzt gerade gar nicht, irgendwie rauszutappen und jetzt hier irgendwelche neue Features vorzulesen, die der neue Server hat im Vergleich zum alten Server. Aber ich mach's jetzt trotzdem mal ganz kurz. Ihr seht ja, was da passiert. Also um so einen ganz, ganz kleinen Teaser wenigstens zu geben, ich kann jetzt nicht auf die Webseite gleich nochmal gucken, weil das jetzt hier gerade ein bisschen zu spannend und zu, ja, ich sag jetzt mal zu obvious hier ist, also zu spannend gerade, kann ich mich jetzt gerade nicht konzentrieren. Also mir wurde halt zukommen lassen, durch den neuen Servercode, der komplett neu aufgesetzt wurde, sind die Lags deutlich weniger, es gibt viele, viele Bugfixes, also von den Lags tatsächlich, ich spiele jetzt seit einer Stunde ohne irgendwelche Lags. Also ich habe nicht einmal gereloggt, weil ich irgendwie Lags hatte oder so. Der Chat geht super flüssig, also wirklich eine extrem stabile Leistung. Ich glaube, ich schreibe jetzt mal, ich frage jetzt mal Rick, wir sollten die Jungs runter von den Türmen und uns weiter hinten verschanzen. Legt an. Er hat den Feuerbefehl gegeben. Jetzt hat er mich zwar selber getroffen, aber wir sollten uns zurückziehen zum zweiten Wall und die Jungs von den Türmen holen. Dann haben wir eine größere Chance. Also ich finde das keine gute Idee, dass wir jetzt zu dritt hier diesen Eingang halten. Und da oben zwei Jungs sind, die nicht mal schießen können, weil die gar keine Armbrüste haben. Ich finde, wir sollten uns direkt zurückziehen und da hinten an der Schmelze und an dieser Palisade dort die Stellung halten. Das ist viel sinnvoller. Book und Rick. Nee, Mark und Book. Sind die, die auf den Türmen sind. Aber ich, wie gesagt, ich wäre dafür, wir holen die von den Türmen runter und wir ziehen uns ein bisschen zurück. Wir haben euch umstellt und unsere Burg ist voll mit Vorräten. Wir können euch hier Monate belagern, Monat um Monat. Warum wählt ihr nicht? Warum wählt ihr nur den Tod, ihr Narren? Wieso hat er den Karren jetzt eingesammelt? Oh Mann.
Toron. Ergebt euch und ich gewähre euch das Leben. Die werden uns sowieso töten. Ganz ehrlich, die werden uns sowieso töten. Drüben hat sich einer hinter der Mauer verschanzt, aber den sieht Viro natürlich nicht, deshalb kann ich den jetzt nicht angreifen oder nicht auf den eingehen. Mortos ist das hier vorne. Der Typ heißt Mortos. Event NL. Königlicher Gardistrik, okay. Tja, ist gerade so eine Pattsituation irgendwie. Da ist er wieder, der Toron. Ich habe halt leider 0% Crit, also ich treffe den wahrscheinlich sowieso nicht. Deshalb, Deckung. Ist jetzt die Frage, ist er jetzt verletzt? Oder spielt er jetzt eine Verletzung aus? Wenn doch, dann Rückzug. Was macht er denn jetzt? Er stellt jetzt den Kani wieder hin. LOL. Ja, genau. Okay. Yo, ist klar. Okay, also er wurde jetzt getroffen, weil der Karren natürlich jetzt außer Schuss, außer Sichtweite war. Und jetzt hat er den Karren wieder hingesetzt und jetzt wird er wahrscheinlich nicht getroffen werden. Minus 5 Armbrust gesetzt, das verstehe ich irgendwie nicht. Achso, er hat sich, er hat sich die Kritterchance runtergesetzt, okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Also entweder brauchen wir alle Männer hier vorne oder alle Männer dort hinten. Aber wenn wir so gesplittet sind und sie überlegen, sich mit voller Kraft anzugreifen, dann können wir die hier vorne nicht verteidigen, so viel ist schon mal klar. Unser Hauptmann sagt, solange wir kein Schreiben haben, gibt es auch keins. Ja, aber das ist doch so dumm. Jetzt haben wir den doch schon angeschossen und er wollte das Schreiben schon bringen. Oh Mann. Das, ey, jetzt werden uns. Also, okay. Da hat er recht. Der Hund. Bellt. Achso, ich lese jetzt, dass er da bellt schreibt. Da hat er recht, der Hund. Ja, das war echt nicht so schlau. Habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir wirklich auf den schießen.
der nimmt sich aber ganz schön viel raus, dass das. Dafür, dass es nur ein einfacher Rekrut ist, glaube ich. Direkt neben dem Leutnant sowas zu sagen. Der wird sterben, Alter. Der ist sowas von tot, sag ich jetzt schon. Ulfgar würfelt eine 2. Worauf hat er denn jetzt gewürfelt, ist jetzt die Frage. Der Typ dort rechts, der Raven-Verschnitt, das ist dieser Gaius. War so klar. Ach, das war so klar, dass das passiert. Zieh doch das fucking Schwert, Mann. Alter, gegen 3 kann ich nichts machen, Bruder. Ich renne ihm einfach nur straight hinterher. Ah, das ist so ein Lee-Typ. Ich weiß nicht, ob das wirklich Lee ist, aber... Boah, es ist... Okay, die Kämpfe sind halt schon etwas laggy, muss man sagen. Der Typ, Alter. Komm, den hole ich wenigstens noch. Ah, jetzt wird's knapp. Ich will diesen Falco haben. Nein! Ah, ich wurde umgehauen. Oh Mann. Ah, das ist jetzt ganz schön schlecht. Aber was für eine Schlacht, Alter. Krass. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich bleib dann erstmal einfach sitzen, ne? Mir ist schwer verwundet. Ich glaube, es ist die beste Lösung. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich... Hä, was macht denn der Typ da hinten, Alter? Der steht nicht auf und kommt nicht zum Kampf, Alter. Ja, Bruder, stich den halt direkt ab, Alter. Geht der Lothron selbst nochmal in den Kampf alleine. Wow, Alter. Toll. Wir hätten deine Hilfe vielleicht mal von Anfang an gebraucht, Mann. Das ist ein Pappenheimer, Alter. Geil. Okay. Mi bleibt schwer verwundet sitzen. Er kann sich fast nicht bewegen und blutet stark.
Ich wusste, dass dieser Falco bloß ein scheiß Speer war. Sorry, ich darf nicht so strong words sagen, aber... Was macht der Typ da? Warum hat der nicht schon von Anfang an mitgekämpft? Mit dem hätten wir tatsächlich sogar eine Chance gehabt. Weil ich glaube, es war relativ ausgeglichen von der Mannzahl her. Die hatten, glaube ich, auch so 8-9 Leute und wir halt auch. Wenn er mitgekämpft hätte von Anfang an, wäre es einfacher gewesen. Was ist dieser Dutch hier? Oder Dutch oder wie auch immer. Der hat ihn ja echt noch geholt, Alter. Tja. Gaius tritt auf den... Ist da oben jetzt einer vom Turm gefallen, Alter? Wow, das ist ja geil. Mi robbt mit letzter Kraft zur Palisadenwand und lehnt sich entkräftet an diese an. Oh, mein Schädel. Die Rüstung ist eine Zielscheibe. Mies. Gibt's ja auch MS, weiß ich nicht. Blick streift immer stärker verschwimmend durch die Anwesenden. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon den Tod ausspielen soll. Ich warte einfach mal noch ein bisschen. Alle Überlebenden werden festgenommen. Okay, vielleicht mache ich das dann einfach zum Ende des Events hin, so dass ich mir dann irgendwie selber das Leben nehme. Also Tod statt Gefangenschaft wahrscheinlich irgendwie sowas. Das ist ein historischer Moment hier eigentlich, wenn man sich das in der Geschichte des Servers, ist das hier gerade ein historischer Moment. Diese Schlacht ist gerade eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt des Kolonielebens. Die königlichen, die letzten, die 6, 7 letzten königlichen Soldaten innerhalb der Barriere sind jetzt besiegt und jetzt gehört die Kolonie vollständig den Gefangenen. Ja, so wie es Gaius gerade schreibt, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Die letzte Schlacht mit den königlichen Soldaten innerhalb der Barriere. Bis zum Bruch der Barriere wird nie wieder ein königlicher Soldat das Innere der Barriere betreten. Otto ist ausgeblutet, für ihn gibt es keine Rettung mehr. Stellt sicher, dass die Schweine alle kalt sind. Der andere verblutet langsam mehrere Schwerthiebe. Okay, der spielt jetzt schon so seinen Tod aus, okay. Naja, zum Reden bin ich bereits schon zu durch. Wer ist das hier? Ach, ist dieser Elvent? Nee, der liegt da. Okay. Oh mein Gott, der heißt nicht Evental, der heißt Event Altes Lager. Und ich hab mir so, was ist denn Evental für ein komischer Name, Alter? Alter. Oh Mann, Evental, komischer Name für den RP-Spieler. Weil der heißt Event Altes Lager. Das ist ja geil. Ach, der macht nicht mehr lange. Was schreibt jetzt hier Toron?
Der lebt ja echt noch einer. Schaut sich schmierigen Grinsen zu Viro herab, hebt seinen gelangsamten Schwertknauf, hast dich wohl für die falsche Seite entschieden. Ich mach jetzt nochmal einen Wurf. Mies. Viro schafft es mit letzter Kraft ein paar Worte zu sagen. Ihr. Nee. Das Tal wird euer aller Grab. Wie meins. Mir hält sich die klaffende Wunde an der Brust, die zu stark blutet. Der schließt mehr oder weniger friedlich die Augen. Nachdem er ausgeblutet ist. Es überlebt kein Mensch. Ich warte noch kurz, was er schreibt. Der Toren. Ah ne, Toren, nicht Idiot. Ich kann ja sein, dass der mich noch ersticht jetzt oder so, keine Ahnung. Das will ich ihm jetzt nicht vorwegnehmen. So ist es slash dead. Okay. Ach, wie cool, es gibt sogar einen richtigen Verletztengang, ist ja geil. Der Typ da in der schwarzen Schattenrüstung, sieht ja cool aus. Nehmt den Leichnam und knüpft ihn auf. Was hat der denn für ein cooles Schwert hier bitte? Das ist ja mega. Das ist ein Mix aus grobem Schwert und edlem Schwert, glaube ich, mit dem Griff da oben. Das ist ja echt cool gemacht. Event, altes Lager. Oh Mann, ich bin so dämlich. Was bist du denn hier eigentlich? Du bist Matze, okay. Wie wird umgedreht? Gibt's noch ein Slash Dead 2? Ah ja. So, da liege ich halt so da. Mies Schwert. Liegt noch fest im Klammergriff seiner rechten Hand. In seiner Tasche sind
noch einige Bolzen verstaut. Ich weiß nicht, ich nehme mal jetzt mal an, die wollen mich einfach nur plündern. Es war auch gar nicht so einfach, mitten in der Schlacht zu unterscheiden, wer gehört jetzt zu uns und wer zu denen. Was macht der denn jetzt, Alter? Mal sehen, ob der es noch bei sich hat. Ich habe geschrieben, alles, was ich bei mir hatte, die Bolzen und das Schwert. Ich habe theoretisch noch die Armbrust, aber ich sage jetzt einfach mal, dass ich die auf dem Schlachtfeld verloren habe. Schlachtfeld verloren. Haben. Okay, warte mal. Okay, die anderen machen jetzt noch verletzten RP. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf den Matze und diesen Toron. Ah, dem Toron. Dem Matze habe ich aber zumindest auch noch ein paar Schläge mitgegeben. Na, wir haben denen zumindest noch einen hübschen Kampf geboten, würde ich sagen. Feiern sich jetzt alle. Das war mir so klar, dass der Typ da hätte nicht rausgehen dürfen. Dass das eine Falle war, das war eigentlich abzusehen, also. Wobei ich aber zugeben muss, ich habe für eine Sekunde tatsächlich gedacht, Mortos stößt leicht, achso, Toren, schnappen wir ihn. Achso, die wollen mich jetzt wegtragen, oder wie? Ich hätte denen auch zugetraut, dass die mich hier einfach rumliegen lassen und es der Körper verwest. Aber andererseits, die müssen die Rüstung noch nehmen wahrscheinlich. Ich glaube, die tragen mich jetzt weg, oder? Ach, die... Oh Gott, nein, Alter. Oh Gott, okay, das finde ich aber krass. Das finde ich aber heftig jetzt. Oh Gott, Alter. Stecken die mich jetzt echt in den Erzofen da? Ach du Scheiße. Wow, okay. Das ist brutal, muss ich sagen. Das ist echt brutal. Alter, das ist echt makaber. Also ich hätte jetzt nichts gesagt, wenn die mich jetzt da einfach irgendwie den Kopf abgeschlagen hätten, den Kopf auf einem Spieß vor einem alten Lager irgendwie aufgeschlagen hätten als Warnung oder so. Hätte ich gar nichts gesagt, so, aber dass die Leichnam echt hier direkt in dem Erzofen verbrennen, das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Okay, ich habe da mies. Rüstung ist leider komplett hinüber. Das vermag keiner mehr zu retten. Nette Idee. Boah, das muss ich sagen, finde ich ein bisschen krass, dass sie die Leichen direkt hier verbrennen. Aber gut, ich meine, andererseits, ob die uns jetzt auf den Haufen geworfen hätten und dort angezündet hätten, ist... Er kann sein König letztes Mal als Brennmaterial dienen. Also, ich warte jetzt noch, bis sie mich da reinstecken, ne? Vorher mache ich da gar nichts. Oh, der Ring hat aufgehört. Tja.
Da rein geht's jetzt, Junge. Mir wird... wie mülltrennungstechnisch, wie heißt das? Umweltfreundlich. Weltfreundlich im Brennofen entsorgt. Ich weiß nicht, umweltfreundlich ist es ja nicht, aber wird, Komma, mehr oder weniger. Das finde ich schon geil. Beste. Ja, und damit würde ich eigentlich auch mal sagen, sind wir durch für heute, glaube ich. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Das war ein kleiner Einblick in das aktuelle Closed Beta Event oder in die Eventreihe von Minental Online. Und ja, wenn ihr Bock habt, auf dem Server zu spielen, der wird in Bälde wohl erscheinen. Ein genaues Datum kenne ich jetzt noch nicht, würde ich aber in der Videobeschreibung nochmal nachreichen, wann er dann öffentlich ist. Und wie gesagt, ich werde immer wieder mal bei Events aushelfen, zumindest so der Plan, wenn es zeitlich passt bei mir. Und dann trefft ihr mich vielleicht auch im Event wieder. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön an die Eventleitung oder an die Serverleitung, dass ich diesen kleinen Einblick hier gewähren konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, macht's gut, bleibt gesund und ciao.